entschuldige, ist der Juchzer jetzt auch noch drauf? Wir müssen es nochmal machen, Sophie. Irgendein Idiot hat nebenan das Fenster aufgemacht. Ja, das ist aber nicht euer Ernst. Ich sing mir hier die Seele aus dem Leib und ihr... Ach, David! David! Ja? David, könnten Sie bitte dafür sorgen, dass hier Ruhe herrscht? Ja. Tut mir leid, Darling, ich kann meine Ohren auch nicht überall haben. Danke, Karl. Also gut, einmal geht's noch. Bitte. Eins, zwei, drei. Bravissimo. Wunderbar, Sophie. Bravo. Bravo. Dankeschön. Wenn das sogar mein Herr und Meister sagt. Jakob, seit wann bist du da? Gerade noch rechtzeitig für diese herrliche Arie. Und? Das A? Wie war das A? Sauber? Es hätte im Ansatz vielleicht noch einen Tick leichter sein können. Spielerischer. So ist er immer. Zuckerbrot und Peitsche. Herr Blom. Frau Dumitrescu, und wieder geht die Sonne auf mit ihrem Lachen. Guten Morgen. Ich habe das heute Morgen erst erfahren. Dass man mir den Stuhl vor die Tür gesetzt hat? Warum erst jetzt? Ich musste Resturlaub vom letzten Jahr nehmen. Tut mir unendlich leid. Hauptsache, Sie konnten Ihren Job behalten. Ist heute Feiertag? Warum gibt es keine Zeitung? Die neuen Sparmaßnahmen. Wo kriege ich jetzt meine Zeitung her? Kiosk? Kiosk? Das heißt, ich muss mir die Zeitung kaufen, für die ich jahrelang den Leitartikel geschrieben habe? Das ist doch ein Witz. Nee, sind blöde Zeiten. Blöde Zeiten sind beschissene Zeiten. Sie waren der Einzige, der sich sofort meinen Namen gemerkt hat. Dumitrescu. Klingt wie Bärenjagd in den Karpaten. Ja. Ich habe noch eine Nachricht für Sie. Sie sollen Ihre Arbeitsunterlagen im ehemaligen Büro abholen. Steht da wenigstens bitte? Nee. Herr Blom! Herr Blom! Warten Sie! Sie kommt doch da alleine gar nicht mehr rein. Ihre Chipkarte ist schon gesperrt. Ich bin gelöscht. Mich gibt's nicht mehr. Herr Blom. Akustik in der Kirche soll fantastisch sein. Ist jetzt der Steg. Er ist gleich zu Ende. Jetzt kommen die Steine. 5 Meter noch, dann kommen die Säulen. Und danach der vermaledeite Baum. Ich möchte der Kirche den großen Scheck überreichen.
Wenn Sie Ihr erstes Benefizkonzert geben, da werden uns die Leute die Karten aus der Hand reißen. Meine Arbeit? Hey, hau ab! Du bist denn nicht mehr. Was war das? Hey, Cesare, verpiss dich, Mann! Ich sehe doch, was hier läuft. Das ist mein Job, ha? Wir bringen den Finger von meinem Boot. Ich verliere mal nach, entschuldige mich kurz, ha? Ja, komm, hier bin ich. Wie? Nimm die Füße weg. Das musst du erst deine Mama abzahlen oder deine Mama. Das Boot habe ich eigentlich für die Seniore angeschafft. Na, Giovanni? Lange nicht gesehen. Komisch, ich habe sie gar nicht vermisst. Die Seniora wird schon dahinter kommen, dass ihr sie alle bescheißt. Cornuto. Was geht das dich an, ne? Stupido. Mein großer Bruder hat dich auch schon auf dem Kika. Ist David wieder da, Jakob? Nein, noch nicht. So, da bin ich wieder. David, was war denn los? Das war der jüngere Sohn von Rosanna. Ah, Giovanni, der Nette. Den habe ich aber lange nicht gesehen. Ist er noch da? Nein, er hat's eilig. Dass sich in dieser Stadt hier niemand an Verabredungen halten kann. Ich meine, wir sind doch auch pünktlich, oder? Wir sind aber keine Venezianer. Das Fernsehen will das Konzert mitschneiden. Das spült zwar Geld in die Kasse, aber dafür brauchen wir die Genehmigung der Kirchenleitung. David, wir werden diese Genehmigung schon bekommen. Es ist doch für einen guten Zweck. Wie sind Sie eigentlich an diese Leute vom Fernsehen rangekommen? Ich kenne den Generalmusikdirektor aus Monte Carlo. Was machen Sie in Monte Carlo? Wollt ihr die Akustik hören? Oh ja, Jakob, spiel uns was vor. Buongiorno, padre. Kommen Sie. Du verkauft zweimal. Komm wieder runter. Tschüss. Ja. Das ist. Ja? Ja, das bin ich persönlich, ja? Entschuldigung, bitte, wie hoch? Na, das kann nicht sein, nein. Natürlich kenne ich meinen Kontostand. Gut, ich komme vorbei, ja. Okay. Entschuldigung. Darf ich bitte meine Zeitung haben? Nein, das ist meine. Das ist meine Zeitung. Ich habe sie gerade dieser jungen Dame geliehen. Nein. Nein. Bleiben Sie dabei. Ach, dann leg mich da. Schlag's auf die Rechnung. So. Lothar, sag, du hast doch neulich von einem Job gesprochen. Du, ich hätte da zufällig Zeit und, Mensch, Eike! Grüß dich, altes Haus. Pünktlich wie immer. Nur 30 Minuten zu spät. Ach, du weißt doch, ich habe so viel zu tun. Was gibt's denn? Was sagt dir Sophie Martell? Die hat mit mir noch nicht gesprochen. Wird sie aber. Meinst du diese Sängerin, die man die neue Callas nennt? Genau die. Es gibt noch keine Biografie über sie. Die Signora muss jeden Augenblick zurück sein. Hau ab, Bruno. Pausier meine Sachen. Ja. Es muss aufhören, dass ich hier immer für dich das Frühstück mache. Ich muss mich um die Signora. Rosanna? Ja? Du bist nicht allein, ne? Bruno ist nur kurz vorbeigekommen. Ah ja. Ich habe einen Höllendurst. Machst du mir was Gutes? Natürlich bist du der richtige Mann. Ich habe eine Nase dafür. Wie
verstehe vielleicht etwas von Kunst, aber nichts von Musik. Da kann man sich doch reinlesen oder hören. Und schon gar nicht von der Oper. Ich kriege jedes Mal eine Krise, wenn ich beim Seppen auf so eine 5-Zentner-Walküre treffe, die in ihrem Walle-Walle-Kostüm mit bebendem Busen Bellini singt. Bellini ist ein Drink? Nein, es ist ein Opernkomponist, ein Zeitgenosse von Rossini. Aha. Ja, und zweitens, ich verstehe nichts von Frauen. Interessiert dich gar nicht, wie hoch dein Honorar wäre? Ich meine, nicht, dass du es nur wegen des Geldes machst. Wie viele Bücher willst du denn verkaufen? Sophie Martel ist seit ihrem 12. Lebensjahr blind. Blind? Sie lebt in völliger Dunkelheit. Das ist ja schon wieder ein Bettelbrief. Was glauben die Leute eigentlich, wer wir sind? Das Wohlfahrtsinstitut, oder? Was machen Sie? Die Nachrichten. Die kommen erst in 2 Minuten. Herr Rosanna, was ist? Draußen ist eine Dame. Sie sagt, sie hat eine blinde Tochter. Ja, und? Das Mädchen ist 12. Bei einer Silvesterknallerei hat sie... Busy Geld. Also, David. Sie möchte nur einmal kurz mit Ihnen sprechen, Signora. Sie ist so verzweifelt. Darf ich Sie hereinbitten? Ja, bitte, Rosanna. David Rauch? Ja. Das ist richtig. Auf mein Konto in Monte Carlo. Das Konto wird unter meinem Namen geführt. Richtig? Ich habe ihr einen Blindenhund versprochen. Wissen Sie, in unserem Haus sind Hunde verboten und Anna hat sich immer einen Hund gewünscht, aber jetzt will sie nicht mal den. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sie verkriecht sich völlig. Sie versteckt sich unter ihrer Bettdecke. Sie isst nicht mehr, sie spricht nicht mehr. Sie verschließt sich in ihrer Welt. Sie war früher ein ganz aufgeschlossenes Mädchen. Sie hat gemalt, Aquarelle, Zeichnungen, sie hatte Klavierstunden. Wir wohnen in der Calle San Giacomo. Ach, so in der Nähe. Da hören wir sie immer singen. Was, so weit hört man das? Ich habe Anna erzählt, dass sie blind sind. Das wollte sie mir nicht glauben, denn sie denkt, wenn man blind ist, ist das Leben zu Ende. Möchten Sie, dass ich Anna besuche? Würden Sie das tun? Und in Zukunft bitte nur noch über mein Handy mit der Schweizer Vorwahl. Genau. David? Ja? Via Quisgrana, Verona e Bolzano è appena arrivato al binario numero 3. Venedig auf Hannover. Der Zug auf Hamburg über Verona und Bozen ist soeben auf Gleis numero 3 eingefahren. Wissen Sie, wo wir sind? Nein. Das ist ganz in der Nähe von Ihrem Lieblingscafé. Ah, hier sind wir. Ja, wir müssten es eigentlich schon riechen. Die berühmte Mischung. Wobei am Brunnen riecht's. Aha. Da ist es schon. Wie sind da? 58, 58. Rechts und Treppe. Circa 15 Stufen. Jemand hat Zwiebeln anbrennen lassen. Kommst rein.
Wie findet ihr denn mein neues Kleid? Dass Sie wirklich gekommen sind. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Lucia, die Frau ist blind. Mach mal die Tür zu. Und Anna? Wo ist Anna? Anna ist in ihrem Bett, wie jeden Tag. Sie geht überhaupt nie aus ihrem Bett hier lang. Ja. Nur wenn sie singen, dann darf ich mal das Fenster aufmachen, weil sie sie so gerne singen hört. Wäre das möglich, dass wir vielleicht allein zu ihr? Ja. Setzen Sie sich, kommen Sie. Hier geht's lang. Besuchen wir Anna. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie kommen, Achtung, Stufe. Na, was wird dann denn das? Ich gekocht und aufgeräumt. Anna, Schatz, stell dir vor, wer hier ist. Es ist Frau Martell, die Sängerin, der du so gerne zuhörst. Ich glaube, Anna und ich können am besten plaudern, wenn wir ganz allein sind. Hm? Gut, dann gehe ich jetzt mal raus. Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Ja, natürlich. Hier ist ein Stuhl. Achtung. Danke. Ja. Was ist denn das? Hat dir deine Mama gesagt, dass ich auch blind bin? Du bist 12, nicht? Ja, mit 12, da war ich auch schon ganz blind. Aber mit 10 bin ich noch Ski gelaufen, mit meinen Brüdern. Obwohl ich fast nichts mehr gesehen habe. Was magst du gern? Musik? Ich kann mich noch erinnern, wie ich meinen ersten Notenschlüssel gesehen habe. Es war im Kino. In einem Filmvorspann. Und wie ich zum ersten Mal am Klavier gesessen habe. Weißt du, diese Reihe von weißen Tasten und oben die kurzen schwarzen. Weißt du, Anna, man vergisst niemals etwas, was man einmal gesehen hat. Darf ich mich mal in deinem Zimmer umschauen? Was ist denn das? Federn. Was ist das? Oh, eine Maske. Karneval in Venedig. Die tollste Zeit im Jahr. Da versucht jeder ein anderer zu sein. Anna, suchst du irgendwas? Meine Sonnenbrille. Sie muss immer auf meinem Löwen sein. Auf deinem Löwen? Sag mal, ist sie das? Da, ich helfe dir. Wozu brauchst du eine Sonnenbrille? Weil Sonnenbrillen cool sind. Ah ja. Darf sie besuchen, wann immer ich will. Und dann wird sie mir zeigen, wie man Klavier spielt. Was ich mir immer gewünscht habe, sind liebe, anschmiegsame Töchter. Und was habe ich bekommen? 4 rotzfreche Jungen. Oh, Giovanni ist aber nicht rotzfrech. Übrigens, wir haben ihn gestern getroffen. Bei der Kirche San Francesco. Signora, Sie müssen sich beeilen. Wir kommen zu spät zur Probe. Ja, gut. David? Übrigens, dieser Verleger aus Hamburg hat schon wieder angerufen. Offenbar hat er jetzt den besten Journalisten Deutschlands engagiert. Aber wieso? Ich wollte doch nur mit deiner Frau sprechen. Ja, köstlich, diese Erdbeeren. Erdbeeren wo? Hier, wollen Sie auch eine? Ja. Direkt in den Mund? Ja.
Danke. Das ist ein gewisser Eike Blom. 40 Jahre alt, promovierter Politologe, arbeitete 5 Jahre lang als Reporter bei der Hamburger Zeitung. Er hat Politik studiert. Auch jemanden, der etwas von Musik versteht. Der Opern liebt. Verstehen Sie das nicht? Au! Oh, sag mal, könnt ihr nicht aufpassen? Ich habe euch doch gesagt, dass die Türen in meinem Haus entweder ganz offen oder ganz zu sein sollen. Es tut mir leid. Aber der ist wirklich gut. Der hat den Egon Erwin Kisch-Preis bekommen. Blumen. Offenbar ein Verehrer, ein gewisser McCormick. Oh, dieser McCormick weiß offensichtlich, dass ich Lilian liebe. Lassen Sie mich reden. Nachher, sonst kommen Sie zu spät. Ja, gut. Rosanna, haben Sie die Blumen? Ja. Gut. So. Was ist los? Falsche Jacke? Mhm. Die zwei fühlen sich so ähnlich an. Dafür haben sie ja mich. Danke, Dad. Okay. Cesare, die Signora kommt jetzt gleich runter. Ich bin schon da. Danke, Rosanne. Cesare holt sie unten an der Haustür ab. Ich komme danach ins Tonstudio, ich habe hier noch zu tun. Salve. Gutes Timing. Timing is the money. 2000 Cash. Ich habe auch schon einen schönen Platz dafür. Mhm. Vorsicht. Wir sollten hier Konzerte geben. Kammerkonzerte, das wär's doch. Sophie, ich möchte dich gerne bekannt machen mit Mr. und Mrs. Bob McCormick aus Chicago. Das ist das Highlight unserer Italien-Tour. Wir haben uns erlaubt, Ihnen Blumen zu schicken. Ah ja, die Lilien, die wunderbaren. Danke. Meine Frau Martha und ich sind ganz große Fans. Ja, wir sind Ihnen letztes Jahr überall hin nachgereist. Paris, London, Vienna. Kanada. Die Mozart-Konzerte. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Martha denkt immer, dass Sie sich die Welt der Sehenden vielleicht zu schön vorstellen. Sie, die Sie in einer viel schöneren Welt leben, der Welt der Musik. Sie sind... Ja, ich bin Professor McCormick. Der McCormick, sozusagen. Vom Rockefeller Institut in Chicago? Diese berühmte Augenklinik? Ich bin der Chef von dem Laden. Wir arbeiten seit Jahren an einer neuen Entwicklung. Frau Martell, dürfte ich mir einmal Ihre Augen ansehen? Ja, aber meine ganzen Unterlagen liegen in der Klinika San Salvatore bei Professor Crespi. Sie haben nichts dagegen? Nein. Ja, wir haben manchmal schon... kleine Wunder vollbracht. Jakob? Das kann ich mir nicht böse. Ich weiß ja gar nicht, wie Sie aussehen. Was? Ach, ich sehe schon. Italienischer Maßanzug. Herr Blum? Guten Tag. Bitte. Danke. Sie also... sind der Privatsekretär.
Agent, wenn Sie so wollen. Buchhalter, Mädchen für alles. Acqua naturale. Ein Glas Brunello, bitte. Machen guten Rotwein, diese Italiener. Sophie Martell ist allergisch gegen Zigarettenrauch. Und damit natürlich auch gegen Zigarrenrauch. Sie auch? Sie reagiert extrem auf Gerüche. Alkohol, Knoblauch. Ich hoffe, Sie sind nicht beleidigt, wenn ich Ihnen sage, Sie sollten etwas Frisches tragen, wenn Sie Frau Martell treffen. Soll ich Ihnen die Marke meiner Waschmaschine und den Weichspüler nennen, den ich benutze? Sophie Martell ist zwar blind, das bedeutet aber nicht, dass sie nicht spürt, ob jemand sorgfältig gekleidet ist oder nachlässig. Sie würde das, verzeihen Sie, als Affront gegen ihre Person empfinden. Sie meinen also, ich bin ein Affront für Frau Martell? Ich meine das, wie ich es gesagt habe. Also seien Sie bitte morgen um 14 Uhr in Ihrem Palazzo. Cale Campanile. Ach so, den Wein übernehme ich. Kaufen Sie sich einen Anzug. Ein schönes Hemd. Ciao. Ciao. Das sind die Bilder von einer Untersuchung, die ich vor einem halben Jahr an Signora Martell durchgeführt habe. Hier sehen Sie, wie ich es machen möchte. Entsprechend den klinischen Befund, Vitrektomie und Ablatio sanieren. Wie sind die Chancen? 50-50. Das ist nicht viel. Ach, Sophie Martell ist die großartigste Sopranistin der Welt. Nein, Sophie Martell sollte nicht blind sein. Oh, es sollte überhaupt gar keine Krankheiten geben. Ich werde das Risiko eingehen. Kennen Sie Ihre Mozart-Arien? Wenn sie mehr Geduld hätte, könnte sie warten. Bis dieser Chip endlich entwickelt ist, der ins Auge gepflanzt wird und der dem Gehirn die Bilder einscannt, das kann Jahrzehnte dauern. Bisher hat jeder Spezialist eine Operation an Sophie Martell für chancenlos gehalten. Sophie Martell gehört auf die Bühne. Ihr Fach ist die große Oper. Rosanna, er will es versuchen. Professor McCormick aus Chicago will mich hier in der Klinik San Salvatore operieren, weil er mich als Sängerin so bewundert. Ich hab dir doch erzählt, wie es war, als ich noch ein wenig sehen konnte. Ja. Und dann konnte ich immer weniger sehen und mein Misstrauen wurde immer größer und größer. Blind sein hat doch etwas mit Vertrauen zu tun. Und, ach, Rosanna, freust du dich auch so wie ich? Ja. Dass ich vielleicht bald wieder sehen kann. Ja, sicher. Rosanna, sehen. Wie sehe ich aus? Sie sehen wunderschön aus, Signora Sophie. Also, greifen Sie nicht nach Ihrer Hand. Warten Sie, bis sie Ihnen die Hand gibt. Das ist Rosanna, unsere Haushälterin. Freut mich. Guten Tag. Kann ich bitte Ihre Schuhe sehen? Warum denn? Wegen der Sohlen. Ach so, das hatte ich vergessen zu sagen. Sophie Martell mag keine Schleicher, das sind Ledersohlen, das ist sehr gut. Kommen Sie, ich führe Sie hin. In den Salon. Darf ich Sie höflich fragen, was Frau Martell unter einem Schleicher versteht? Signora Sophie? Ja. Darf ich Ihnen Eike Blom vorstellen? Hat er eine gute Reise? Hatten Sie eine gute Reise? Die Reise, die 14 Stunden überfüllter Zug, kein Schlafwagen, meine Flugangst. Ah ja, Herr Blum, ich freue mich. Frau Martell, es freut mich sehr. Gut, dann lasse ich Sie beide mal allein. Und? Wie gefällt Ihnen Venedig?
Venedig wirkt auf mich so wie ein verkilptes Foto einer wunderschönen Frau aus einem anderen Jahrhundert. Und es soll Ratten geben. Ah ja? Die sehe ich nicht. Bitte. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen jetzt den schönsten Blick auf Venedig. Gerne. Was liegt auf dem Boden? Da hat nichts zu liegen. Ich habe da meine Tasche hingestellt. Es tut mir leid. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass ich nicht sehen kann? Entschuldigen Sie. David! David! Ja, was geht? David, das wird nicht funktionieren, das spüre ich. Das kann man doch nach 2,5 Minuten nicht sagen. Verzeihung, aber das geht nicht. Warum erzählt er mir das alles? Dass er mit dem Zug gereist ist, 14 Stunden lang. Glaubt er vielleicht, das interessiert mich? Und dass es Ratten gibt in Venedig? Ich wette, er mag weder Verdi-Oper noch Schubert-Lieder. Bitte schicken Sie ihn weg! Jetzt geben Sie ihm doch mal eine Chance. Er hat sich extra einen neuen Anzug gekauft, weil ich ihm gesagt habe, dass Sie den Nikotingeruch nicht ertragen können. Wie sieht er eigentlich aus? Also nicht so gut wie ich. Was will er überhaupt schreiben? Das Ganze ist eine Schnapsidee. Bitte schicken Sie ihn weg. Wir können mit diesem Buch ein Vermögen machen. Aber ich brauche das Geld doch gar nicht. Ich habe doch alles. Und außerdem, wenn Professor McCormick mich operiert und ich wieder sehen kann, wer interessiert sich dann noch für das Buch? Wie bitte? Ja, Professor McCormick, der mit den Lilien. Er will mich operieren, weil er sieht eine Chance, dass ich vielleicht wieder sehen kann. Das ist sehr schön. Ja. David? Ja. Ja. Man hat mir gesagt, keiner konnte Venedig emotional so einfangen wie er. Es ist wunderschön. Ich habe noch nicht gewusst, dass Monet in diesem Bild Zinnoberrot verwendet hat. David hat dieses wunderbare Gemälde für mich erst vor kurzem ersteigert. Nach unserem großen Erfolg bei der Japan-Tournee. Es hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Aber David kennt sich sehr gut aus bei Investitionen. Kommen Sie, ich muss Ihnen noch was zeigen. Überwältigend. Ja, das finde ich auch. Ich könnte ohne diesen Ausblick nicht mehr leben. Bruno, was machst du schon wieder hier? Du riechst wohl den Braten des Mestre. Rosana, gut, dass du 2 Fasane gemacht hast. Wenn die Signore jetzt kommt, bring ich dich um. Lass das. Gib mir den größeren, ja? Und 2 Flaschen Montepulciano. Die Sonne müsste jetzt gerade untergehen. Dann hat Venedig die Farbe von welken Rosen, so erzählt man mir. Ich glaube, Rosanna hat etwas vorbereitet. Ja, da drüben steht ein Tablett mit Rotwein und Nüssen drauf. Wenn Sie etwas anderes möchten. Oh nein, Rotwein ist immer gut. Soll ich das Tablett auf den Tisch stellen? Ja, bitte. Wollen wir uns setzen? Gerne. Und danach gibt's Fasan, Rosannas Spezialität. Darf ich einschenken? Ja, bitteschön. Deine schöne Farbe, der Wein. Ja, ein Montepulciano. Schwer, dunkel. Aber genau das Richtige nach Sonnenuntergang oder zum Sonnenuntergang. Zum Sonnenuntergang. Lassen Sie uns auf unser gemeinsames Projekt anstoßen. Danke. Mit meinen Fragen beginnen? Ja, bitte. Sehende Menschen taxieren ihr Gegenüber in wenigen Sekunden mit einem Blick. Wie beurteilen Sie Menschen, denen Sie begegnen? Reichen Sie mir mal Ihre... Oh Gott, was ist passiert? Nichts. Gar nichts. Es ist ein paar Tropfen. Aber der Wein, ich habe doch... Tropfen hier aufs Glas können. Aber ist wirklich Fangianella alla Rosanna. Du meine Güte, was haben Sie denn gemacht?
Ihr schöner Anzug. Ist das etwa Rotwein? Nein, nein, das ist ein kleiner Fleck. Wozu gibt's die Reinigung? Das nennen Sie einen kleinen Fleck. Der Anzug ist ja ruiniert. Schon gut, danke. Signor Blum bleibt doch nicht zum Essen. Rosanna wird Sie hinaus begleiten. Das Buch muss ja nicht übermorgen fertig werden, oder? David! Er hat mich belogen. Fasan. Meine Frau macht den besten Fasan in der Stadt. Ach ja? Sie reibt ihn mit süßem Senf ein. Aber mit süßem Senf? Ja? Verstehst du mich, Kapische? Ja, ja, ich verstehe Sie, ja. Fasan. Ja? Möchte sie kosten? Darf ich? Ja, certo. Danke. Fagianella alla Rosanna. Buonissimo. Rosanna? Oh ja, ich danke dir. Das Hotel ist wirklich ein Traum. Was soll ich dir sagen? Sie ist natürlich schwierig. Eine richtige Diva. Aber sie hat wunderschöne Augen. Ganz dunkle. Und die sehen einen unverwandt an. Das irritiert mich total. Du, übrigens, du hast doch ganz bestimmt einen Spezialisten im Verlag für Malerei. Ich hätte da eine Frage. Claude Monet, Canal Grande. Tja, und Lothar, ich brauche jetzt Cash. Gut, danke dir. Sie brauchen keine Angst zu haben. Aber Sie glauben nicht, dass es gelingen kann. Das spüre ich doch. Sagen Sie mir die Wahrheit, Professor. Wird McCormick es schaffen? Er hat bei einer ähnlichen Operation einen sehr guten Erfolg gehabt. Wenn ich es überhaupt einem Kollegen zutraue, dann McCormick. Und wenn es schief geht, was dann? Wenn ich jetzt diese große Hoffnung in mir trage vor der Operation und dann, wenn dieser Moment kommt nach der Operation, wenn Sie mir die Binden, die Kompressen abnehmen oder was immer Sophie. Sie dazu... Wenn dann immer noch diese schwarze Nacht ist, werde ich dann überhaupt noch singen können? Werde ich dann überhaupt noch schaffen, mein Leben zu leben? In der Dunkelheit? Davor habe ich Angst. Neuigkeiten? Monets Canal Grande seit 3 Tagen im Internet angeboten? Das sieht mal einer. Und Irrtum ausgeschlossen? Jetzt nicht! Entschuldigung, Ihr Anzug. Ja. Bitte. Danke. Grazie. Der Fleck ist weg. Vorsicht, kleine Stufe. Ja, danke. Ihr Biograf kommt übrigens auch. Hm? Was ist denn? Er hat mich geärgert. Dann schlucken Sie den Ärger eben runter. Die Arbeit kann schließlich nicht tagelang unterbrochen werden. Ihr bestimmt einfach alle über mein Leben. Ah, da ist er ja. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. So, ich bin in den 2 Stunden wieder hier, wie immer. Jakob bringt Sie denn nach oben. Bitte kommen Sie mit. Gerne. Ihm verdanke ich alles. Du verdankst alles deinem unglaublichen Talent. Ich hatte schon viele Gesangslehrer und Ausbilder, aber keiner hat mir die Tiefe der Musik so erklärt wie Jakob Meerbaum. Und keiner begleitet mich so einfühlsam am Klavier. Tja, danke, dass ich dabei sein darf. Wenn wir üben, aber ich bitte Sie, Sie wollen ein Buch über Sophie schreiben, da ist das doch das Wenigste. Was wissen Sie schon? Nicht sehr viel. Darf ich ein Blumen von unserer Japan-Tournee erzählen? Wenn du meinst, dass das interessant ist. Aber sicher.
Quatre. Festoci, monsieur. Stare a fare gioco. Excusez-moi, Monsieur David. Franz Wallis fragt, wo die zweite Rate bleibt. Ja, ja, er soll sich keine Sorgen machen. Mit diesem Lied ist Sophie über Nacht berühmt geworden. 1995 hat sie es auf dem Promenadenkonzert in London gesungen. Sie kennen es natürlich. Da wäre ich nicht so sicher. Lass uns anfangen, Jakob. Aufgewachsen auf einer Hallig. Und wenn dann die Sturmflut kam, da hieß es Land unter, alles unter Wasser. Wie hat Ihnen eigentlich mein Lied gefallen? Da ist mir was ganz Merkwürdiges passiert. Als Sie gesungen haben. Ah ja? Da fingen meine Knie an zu zittern. Ich musste sie mit beiden Händen festhalten. Wie machen Sie das nur? Ich weiß es nicht. Also meine Knie zittern nie, wenn ich singe. Nein? Wollen Sie sich setzen? Ja. Das ist ein altes Boot. Hier? Ja. Wissen Sie, ich war 10 Jahre alt, als die Probleme mit meinen Augen anfingen. Es ist dann allmählich immer schlechter und schlechter geworden. Der Schularzt meinte eben schlechte Augen. Da kann man nichts machen. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Meine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war knapp vor meinem 11. Geburtstag. Aber ich habe noch eine Erinnerung an meine Mutter. Ich sehe ein helles, rundes Gesicht, umrahmt von dunklem Haar. Und in diesem hellen, runden, zwei dunkle Punkte. Ihnen etwas schenken, zur Erinnerung an diesen wunderschönen Tag. Werde ich immer das Rauschen des Meeres hören. Egal wie weit weg ich auch bin. Fangen Sie! Jakob Meerbaum meint, dass es eine Stimme wie Ihre nur alle 100 Jahre gibt. Jetzt übertreibt er aber. Was ist mit Cecilia Bartholdi, Jesse Norman, Grace Bunbury, die Tibaldi? Was ist Musik für Sie? Alles. Das ist mir als Aussage nicht gut genug. Ich würde gerne mehr hören. Er möchte mehr hören. Was möchte er hören? Wenn ich singe, dann habe ich das Gefühl, ich könnte durch Wände gehen. Ich bin unverwundbar. Ich bin frei. Glücklich. Es soll heute noch Regen geben. Das glaube ich nicht.
Es würde ich riechen. Ach ja. Rosanna hat heute Abend frei. Kennen Sie das Lokal Monteverdi? Nein. Calle del Paradiso. 8 Uhr? Gerne. Ja? Entschuldigung. Ich wollte Ihr Bett machen. Ja, ja, kommen Sie nur rein. Passt es? Entschuldigung. Schönes Kleid. Danke. Ach, David, könnten Sie mir helfen? Sie wissen doch, ich verschmiere immer so viel. Natürlich. Wollen Sie mir gar nicht erzählen, wie es gelaufen ist? Haben Sie es geschafft, einen Tisch zu reservieren in Monteverdi? Ja, natürlich. Es war allerdings ein ziemlicher Umstand. Die hatten angeblich nur noch 2er-Tische. Aber wir sind doch nur zu zweit. Ich dachte, Senior Blum leistet uns Gesellschaft. David, ich gehe allein mit ihm aus. Ich fühle mich wohl in seiner Gegenwart. Ach so. Jetzt auf einmal? Oliven auf meinem Teller, oder? Oliven? Das sind keine. Und Salatblätter? Salat. Doch, da sind Salatblätter, und zwar zwischen den Melonenscheiben. Würden Sie mir die bitte abnehmen? Ich stehe mit Salatblättern leider etwas auf Kriegsfuß. Sie sind so leicht, dass man ihr Gewicht nicht ermitteln kann auf der Gabel, und sie kleben immer an meinen Lippen. Schon sind Sie weg. Man hört's. Entschuldigen Sie, ich bin wirklich albern. Ach, man kann gar nicht albern genug sein. Aber du wolltest doch ein ernsthaftes Buch über mich schreiben. Wilder. Ja, junge Wilde sind out. Mensch, ich brauche einen Schakal. Kannst du das? Wie viel Zeit habe ich denn? Keine. Sag mir nur, wenn die Stufen zu Ende sind, ja? Ja, gleich. Noch eine. Ja.
Aber jetzt geht's halt ganz extra brüten. Ja. Ah, herrlich. Was denn? Die Blumen. Blumen? Ich sehe keine Blumen. Doch, doch, du kannst sie förmlich riechen, wenn du dich konzentrierst. Hier sind irgendwo Blumentöpfe, die erst vor kurzem gewässert wurden. Ich rieche feuchte Erde. Ah, schön. Ich glaube, ich muss meine Nase trainieren, das heißt meinen Geruchssinn. Nein, bitte nicht. Dann hätte ich dir nichts mehr voraus. Und Vorsicht, jetzt geht's wieder runter. Das darf doch nicht wahr sein. Da sind sie ja. Deine frisch gewässerten Blumentöpfe. Venedig spazieren. Geht das auch in einer Gondel? Da hilft nur ein ausgedehntes Frühstück. Ja, wo denn? Ich zeig dir den Weg. Komm. Wo? Links. Was ist? Rechts. Und über die Brücke. Eike, wo bist du? Hier bin ich. Komm, ich zeig dir die Welt. Eike, wo bist du? Ich zeig dir den Weg. Komm, ich komm. Oh Gott, ist das schön. Wo bist du? Komm. Komm in meine Arme. Muss ich mir ein Taxi nehmen, um meinen Sohn mal zu sehen? Mama, du weißt genau, wie viel ich arbeiten muss. Und wie gehen die Geschäfte? Ganz gut. Und deine? Was machen Davids Geschäfte? Bescheißt er die Chefin wieder? Da muss unsere Großmutter erst Geburtstag haben, damit ich meinen Sohn mal wieder zu Gesicht bekomme. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht an dich denke. Und an früher. Als du noch so richtig zu uns gehört hast. Zu mir und zu deinem Vater. Und schmeiß ihn endlich raus. Jakob, ich glaube, ich kann heute nicht singen. Ich... Komm. Ganz ich... entspannt. Ein Abend. Ein besonderer Tag für Sie. Es ist Sergio Tulli, der Direktor der Mailänder Scala. Signora Martell. Mein lieber Meerbaum. Tulli. Guten Tag, Signora Tulli. Ja, ich glaube, ich kann heute nicht singen. Es ist irgendwas mit meiner Stimme. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir sind sehr glücklich, dass Sie extra gekommen sind, um Sophie persönlich zu hören. Ach, ich würde auch bis nach Tokio reisen, wenn ich dort meine Violetta finden könnte. Ah ja, das ist Signor Blom, ein Journalist aus Deutschland. Danke. Tulli sucht eine neue Violetta für die neue Saison. Meine Liebe, würden Sie mir einen Gefallen tun und mir das Trinklied aus La Traviata vorsingen und vorspielen? Trauen Sie sich das zu? Ja. Dann nehmen wir das hier als Bühne. Und tun Sie einfach so, als ob ich gar nicht da wäre.
tra voi, soprane, venere, nel mio giocondo. Tutto follia, follia nel mondo. Entschuldigung, darf ich noch einmal beginnen? Dafür reicht meine Zeit nicht aus. Ich habe noch einen wichtigen Termin in Frankfurt. Schönen Tag. Signore. Doch, Sie. Jakob! Jakob. Warum darf es auf der Bühne keine blinde Violetta geben? Sie haben doch gesehen, wie sie fast hingefallen ist. Ja, stimmlich wäre sie die Idealbesetzung. Aber meine Bühne ist die Scala und die Leute zahlen $300 für die Karte. Verstehen Sie? Nein, verstehe ich nicht. Ach, Rosanna, seit Eigenais habe ich mich so frei gefühlt, so leicht. So wie eine ganz normale Frau. Und dann kommt dieser Mensch, der sich für Gott hält und sagt, die Figur lebt nicht. Was soll das heißen, die Figur lebt nicht? Ich lebe nicht, weil ich blind bin. David. Du bekommst dein Geld, Pierre. Das ist gar keine Frage. Ich dachte, du bist seriös. 100.000 und du kannst sofort weiterspielen. Deswegen der läppischen 2 Wochen. Machen wir es kurz. Entweder du lieferst morgen die Kohle ab, oder wir kommen mal bei dir zu Hause vorbei und lassen dich mal der Signore vorsehen, was du so mit ihrem Geld machst. Kann ich mal den Chef sprechen? Mit Sicherheit nicht. Du bist auf Dienstreise. Passen Sie mich nicht an. Signora? Ah, guten Tag. Welche Zimmernummer hat Herr Blum? Nummer 14. Darf ich Sie hinaufbegleiten? Oh ja, bitte. Mister? Das ist ja das reinste Labyrinth. Ah, ist das ein herrlicher Duft. Ja, willst du dich nicht setzen? Ja, danke. Vielleicht hier gleich beim Bett? Ja. Tja, ich bin gleich zurück. Dieser Duft ist mir schon in Monteverdi aufgefallen. Eau de lavande. Habe ich in Südfrankreich gekauft. Ah ja. Wie geht's dir? Gut. Erzähl mir was. Aber was Lustiges. Ja, gestern wollte ich die Erfahrung machen, wie das ist, wenn man blind ist, was man fühlt, wenn man nicht sehen kann. Ah ja? Und? Ja. Habe mir die Augen verbunden und versucht, mich zurechtzufinden. Es war gar nicht so einfach und auch gar nicht lustig. Du bist wunderschön.
die Tür ist. Die Tür ist da drüben, das ist doch kein... Sophie, bitte. Sophie, ich... Ruhe mich nicht an. Zeig mir bitte die Tür. Bitte. Sophie, ich... Eike, bitte, geh mir nicht nach, ja? Sophie. Ja? Lothar, was gibt's? Bleibt ihr was? Ich ruf dich später an. Sophie! Ja, dann leg mal los. Insolvenz. Ich dachte, deinem Laden geht es gut. Ich musste mir sogar einen neuen Anzug kaufen. Was soll ich hier zusammenpacken? Außer Spesen nichts gewesen. Muss ich dich daran erinnern, dass du einen Vertrag mit mir hast? Aus dem Automaten kriege ich auch nichts mehr. Verdammte Scheiße. Ja, dann lass dir mal was einfallen. Hier gehen Sie links, hier geht's lang. Danke. Ah, Signora. Die kleine Anna ist zu Klavierstunde gekommen. Ach ja, heute ist ja unser Tag. Das habe ich total vergessen. Zeigst du mir heute, wie man Klavier spielen kann, obwohl ich blind bin? Wenn es Ihnen nicht passt, können wir auch an einem anderen Tag wiederkommen. Nein, nein, ich hab's ja versprochen. Anna? Komm her. Setz dich hier, sein Klavierhocker. Warst du am Lido? Hast du die Möwen gehört? Mama ist gegangen. Wieso glaubst du? Ich habe ihre Schritte bis zur Tür gehört. Hey, du kannst mit den Ohren sehen. Also pass mal auf. Jetzt öffnen wir das Klavier. Gib mir mal deine Hände. Und jetzt suchen wir das C und jetzt geht's los. Bravo! Es funktioniert ja. Nochmal, die andere Hand. Signatur.
Monsignor Eike? Ich habe auf Sie gewartet. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Sie sind der Journalist, der ein Buch über Signora Martell schreiben will. Richtig. Es gibt Dinge, die Sie wissen sollten. Ich bin Giovanni, Rosannas Sohn. Das kannst du doch schon. Es sind nur zwei Stockwerke jetzt gleich. So, warte, bleibst du stehen? Lass mal los, Schatz. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke, die Anna kann das schon alleine. Sie bekommt nämlich Klavierunterricht von Frau Martell. Oh, da hast du aber eine ganz besondere Lehrerin. Hallo, Anna. Guten Morgen, Herr Blum. Signor David möchte Sie dringend sprechen. Ja. Bravo! Mama, bitte noch einmal. Das macht so viel Spaß. Nein, Anna, jetzt spielst du erst mal alleine. Du kannst es ja schon so gut, ja. Herr Giuliani? Kommen Sie. Wollen wir uns setzen? Ich habe vor kurzem mit dem berühmten Augenspezialisten Professor McCormick aus Chicago über Ihre Tochter gesprochen. Und er sieht eine Chance, ihr das Augenlicht zumindest teilweise wiederzugeben. Tatsächlich? Und Sie meinen, der Professor... Naja, versprechen kann er nichts, aber es ist zumindest eine Chance. Aber wenn sich Anna Hoffnung macht und dann funktioniert's nicht. Ich kann mir das auch gar nicht leisten. Also darüber machen Sie sich keine Gedanken. Die Kosten übernehme ich schon. Was soll das werden, bitte? Oh, es hat mich etwas interessiert. Ach so, falls Sie die Alarmanlage suchen, das ist hier ein Hochsicherheitstrakt, hier kommt nichts weg. Signora Martell möchte nicht mit Ihnen sprechen. Sie wollte das Buch ohnehin immer mit einer Frau machen, sie hat wohl gewusst, warum. Ja, für eine Geschlechtsumwandlung ist es vielleicht ein bisschen spät. Sie müssen jetzt mit dem auskommen, was Sie haben. Zwei Sitzungen, unmöglich. Ja, wie lange brauchen Sie denn noch? Ich habe doch noch gar nicht begonnen. Ja, die ganzen Aufzeichnungen, ganzen Notizen, ist das nicht genug? Man braucht das zehnfache Material, also wenn das Buch im Niveau über das Übliche hinausgehen soll, dann... Ja, kann ich Ihnen nicht versprechen. Ja, Moment. Sie können hier nicht rein. Sophie. Eike, du bist hier? Ich muss dich dringend sprechen. Ich wollte schon in dein Hotel kommen. Ich habe eine Überraschung für dich. Giovanni. Erzähl doch mal der Signora, was du gesehen hast, als du mit David zum Flughafen gefahren bist. Als er nach Monte Carlo musste? Wir sind in Nizza an eine Polizeikontrolle geraten und er musste sein Gepäck zeigen. Wieso in Nizza? Monte Carlo hat keinen eigenen Flughafen. Er war ziemlich sauer darüber, aber er musste den Koffer trotzdem öffnen. Ich konnte kanadische Dollarpakete sehen. Was war das für ein Geld? Ich denke, es waren die Einnahmen aus euren Konzerten in Kanada. David ist also ein Betrüger. Und Rosanna richtet ihr Haus mit meinen Sachen ein. Das nennt man wohl blindes Vertrauen, was? Eike, ich will jetzt nicht nach Hause, bitte. Dein Lächeln, das mich streift. Dein Gesicht.
dieser Mann, der mich umarmte. Kein Schuss, der mich erwärmte. Dein Haar, der reinigt hauchte. Dein Atem, der mich hauchte. Gehört nur mir. Ist alles meins. Ist das schön, dass ich mich durch deine Augen sehe. Und alles um uns herum. Der Verleger hat mich angerufen. Er ist ruiniert, er will nicht, dass ich weitermache. Das darf doch nicht wahr sein. Leider doch. Eike, ich wollte dir schon länger etwas sagen. Es gibt eine Hoffnung. Ein Spezialist aus Chicago will mich operieren, weil er meint, dass ich nach dem Eingriff wieder ein bisschen sehen kann. So grandiose Nachrichten behältst du für dich? Ja, es ist dir so wichtig, dass ich wieder sehen kann. Es wäre für mich das Schönste auf der Welt. Nur eines musst du mir versprechen. Wenn es gelingt, und es wird gelingen, dann schmeißt diese ganzen Schmarotzer aus deinem Haus raus. Wenn du mir dabei hilfst. Ich helfe dir dabei. Na, Anna, wollen wir es deiner Mama sagen? Ich möchte die Operation wagen. Allerdings erst, wenn Anna 2 Jahre älter ist, dann hat sie bessere Chancen. Das ist fantastisch. Das müssen wir Frau Mortell erzählen. Rosanna? Ja? Wo ist Bruno? Ist heute keiner da? Nein, Signora, ich bin die ganze Zeit allein gewesen. Rosanna. Habe ich mir ein falsches Bild von dir gemacht? Könnte ich bitte Herrn Magister Hachinger sprechen? Ja. Gut, ich warte. Josef! Ja, ich bin Sophie. Du wolltest doch immer ein Buch über mich herausgeben. Ja. Ja, genau deshalb rufe ich auch an. Wir sind in 3 Minuten da. Und in 3 Stunden ist das Konzert vorbei. Und du wirst dich so gut fühlen. Alles wird ein Riesenerfolg. Ich weiß das. Warten Sie, Signora. Ich helfe Ihnen raus. Danke, David. Wir machen das schon.
du, ob genug Leute kommen? Ich weiß, es ist ausverkauft. Oh, Eike. Fax für Sie gekommen aus Wien und zwei Anrufe aus Hamburg. Ach, hier. Die Redaktion bittet um einen Rückruf. Und wie? Haben Sie gelesen, das Konzert von Sophie Martel, ein Triumph? Steht auch im Kurier auf Seite 1. Und das Foto von Ihnen und der Signore der Republika. Das kennen Sie? Ich muss Ihnen sagen, ich hatte auch mein Verhältnis mit einer Schauspielerin und seitdem. Guten Morgen, Signore. Guten Morgen. Zufällig ist gerade ein Zimmer frei geworden mit Blick auf den Kanal. Also, wenn Sie wollen, könnten Sie wechseln. Ah, hier riecht's gut. Blumen. Ah, gib mir eine. Danke. Vielleicht findet sie ihren Weg durch den Kanal hinaus ins offene Meer. Und wenn sie es nicht schafft? Und wenn doch? Ich habe Angst. Du hast keine Angst zu haben. Die Operation wird gelingen. Ich bringe dich selber hin. Nein, das möchte ich nicht. Ich wünsche mir vielmehr, dass du nachher bei mir bist. Wenn ich wieder aufwache und wenn es sich entscheidet. Ich werde bei dir sein. Danke. Anna, sie kommt. Frau Martel. Carla? Hallo. Anna und ich sind gekommen, um Ihnen Glück zu wünschen. Danke. Anna? Ja? Viel Glück. Danke. Wir werden für Sie beten, Frau Martel. Wieder. Nein, ich habe die Mails nicht abgefragt. Naja, dann sagen wir doch in zwei Sätzen, was der Chefredakteur will. Was? Die Hamburger Zeitung will eine Story von mir. Über die Martel. Sag mal, seit wann lesen die italienische Zeitung? Was im Internet war das Foto auch schon? Ist doch fabelhaft! Ach, Signora. Ich nehme Sie an. Ja, gerne. Ich denke, das reicht. Grazie. Ich helfe Ihnen. Eike muss jeden Augenblick hier sein. Wie lange hat die Operation gedauert? 2 Stunden. Ach, so lang?
Wie spät ist es jetzt? 3:30 nachmittags. Was machen Sie hier, David? Gehen Sie, ich will Sie nie wiedersehen, nie wieder. Ich weiß alles. Wollen Sie denn gar nicht wissen, ob wir es geschafft haben? Doch, aber wir warten noch. Ich habe fast 20 Jahre lang nichts gesehen. Was sind da ein paar Minuten mehr oder weniger? Zurückkommt, sollten wir besser nicht mehr da sein. Sie weiß alles. Oh mein Gott. Ich werde die Signora um Vergebung bitten müssen. Ich bin jetzt bereit. Ich habe auf dich gewartet. Kannst du mich sehen?
Mike! Die Opernwelt liegt dir zu Füßen. Die Akustik in der Kirche soll fantastisch sein. Jetzt der Steg. Er ist gleich zu Ende. Jetzt kommen die Steine. 5 Meter noch, dann kommen die Säulen. Und danach der vermaledeite Baum. Ich möchte der Kirche den großen Scheck überreichen. Wenn Sie Ihr erstes Benefizkonzert geben, da werden uns die Leute die Karten aus der Hand reißen. Hey, hau ab! Du bist ja nicht mehr. Was war das? Hey, Cesare, verpiss dich, Mann! Ich sehe doch, was hier läuft. Das ist mein Job, ha? Wir bringen den Finger von meinem Boot. Immer nach, entschuldigt mich kurz, ne? Ja, komm. Hier bin ich. Wie? Hey, nimm die Füße weg. Das musst du erst deine Mama abzahlen oder deine Mama. Das Boot habe ich eigentlich für die Senora angeschafft. Na, Giovanni? Lange nicht gesehen. Komisch, ich habe sie gar nicht vermisst. Die Senora wird schon dahinter kommen, dass ihr sie alle bescheißt. Cornuto. Was geht der Stich an, ne? Stupido. Mein großer Bruder hat dich auch schon auf dem Kika. Ist David wieder da, Jakob? Nein, noch nicht. So, da bin ich wieder. David, was war denn los? Das war der jüngere Sohn von Rosanna. Ah, Giovanni, der Nette. Den habe ich aber lange nicht gesehen. Ist er noch da? Nein, er hat's eilig. Dass sich in dieser Stadt hier niemand an Verabredungen halten kann. Ich meine, wir sind doch auch pünktlich, oder? Wir sind aber keine Venezianer, David. Das Fernsehen will das Konzert mitschneiden. Das spült zwar Geld in die Kasse, aber dafür brauchen wir die Genehmigung der Kirchenleitung. David, wir werden diese Genehmigung schon bekommen. Es ist doch für einen guten Zweck. Wie sind Sie eigentlich an diese Leute vom Fernsehen rangekommen? Ich kenne den Generalmusikdirektor aus Monte Carlo. Was machen Sie in Monte Carlo? Wollt ihr die Akustik hören? Oh ja, Jakob, spiel uns was vor. Buongiorno, padre. Sie. Du verkaufst 2 Mal. Komm wieder runter. Tschüss. Ja? Das ist Meine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war knapp vor meinem 11. Geburtstag. Aber ich habe noch eine Erinnerung an meine Mutter. Ich sehe ein helles, rundes Gesicht, umrahmt von dunklem Haar. Und in diesem hellen, runden 2 dunkle Punkte.
etwas schenken. Zur Erinnerung an diesen wunderschönen Tag. Werde ich immer das Rauschen des Meeres hören. Egal wie weit weg ich auch bin. Fangen Sie! Jakob Meerbaum meint, dass es eine Stimme wie Ihre nur alle 100 Jahre gibt. Jetzt übertreibt er aber. Was ist mit Cecilia Bartoli, Jesse Norman, Grace Bunbury, die Tibaldi? Was ist Musik für Sie? Alles. Das ist mir als Aussage nicht gut genug. Ich würde gerne mehr hören. Er möchte mehr hören. Was möchte er hören? Wenn ich singe, dann habe ich das Gefühl, ich könnte durch Wände gehen. Ich bin unverwundbar. Ich bin frei. Glücklich. Es soll heute noch Regen geben. Das glaube ich nicht. Das würde ich riechen. Ach ja. Rosanna hat heute Abend frei. Kennen Sie das Lokal Monteverdi? Nein. Halle del Paradiso. 8 Uhr? Gerne. Ich hatte schon viele Gesangslehrer und Ausbilder, aber keiner hat mir die Tiefe der Musik so erklärt wie Jakob Meerbaum. Und keiner begleitet mich so einfühlsam am Klavier. Tja, danke, dass ich dabei sein darf. Wenn wir üben, aber ich bitte Sie, Sie wollen ein Buch über Sophie schreiben, da ist das doch das Wenigste. Was wissen Sie schon? Nicht sehr viel. Darf ich ein Blumen von unserer Japan-Tournee erzählen? Wenn du meinst, dass das interessant ist. Aber sicher. Excusez-moi, Monsieur David. François lässt fragen, wo die zweite Rate bleibt. Ja, ja, er soll sich keine Sorgen machen. Mit diesem Lied ist Sophie über Nacht berühmt geworden. 1995 hat sie es auf dem Promenadenkonzert in London gesungen. Sie kennen es natürlich. Da wäre ich nicht so sicher. Lass uns anfangen, Jakob. Aufgewachsen auf einer Hallig. Und wenn dann die Sturmflut kam, da hieß es Land unter, alles unter Wasser.
Wie hat Ihnen eigentlich mein Lied gefallen? Da ist mir was ganz Merkwürdiges passiert. Als Sie gesungen haben. Ah ja? Da fingen meine Knie an zu zittern. Ich musste sie mit beiden Händen festhalten. Wie machen Sie das nur? Ich weiß es nicht. Also meine Knie zittern nie, wenn ich singe. Ach nein? Nein. Wollen Sie sich setzen? Ja. David ist also ein Betrüger. Und Rosanna richtet ihr Haus mit meinen Sachen ein. Das nennt man wohl blindes Vertrauen, was? Eike, ich will jetzt nicht nach Hause, bitte. Der Verleger hat mich angerufen. Er ist ruiniert, er will nicht, dass ich weitermache. Das darf doch nicht wahr sein. Leider doch. Eike, ich wollte dir schon länger etwas sagen. Es gibt eine Hoffnung. Ein Spezialist aus Chicago will mich operieren, weil er meint, dass ich nach dem Eingriff wieder ein bisschen sehen kann. So grandiose Nachrichten behältst du für dich? Ja, es ist dir so wichtig, dass ich wieder sehen kann. Es wäre für mich das Schönste auf der Welt. Nur eines musst du mir versprechen. Wenn es gelingt, und es wird gelingen, dann schmeiß diese ganzen Schmarotzer aus deinem Haus raus. Wenn du mir dabei hilfst. Ich helfe dir. Zum Flughafen. Schnell. Ja.
wunderbaren Welt liegt dir zu Füßen. Ah ja? Da fingen meine Knie an zu zittern. Ich musste sie mit beiden Händen festhalten. Wie machen Sie das nur? Ich weiß es nicht. Also meine Knie zittern nie, wenn ich singe. Ach nein? Wollen Sie sich setzen? Ja. Das ist ein altes Boot. Hier? Ja. Wissen Sie, ich war 10 Jahre alt, als die Probleme mit meinen Augen anfingen. Es ist dann allmählich immer schlechter und schlechter geworden. Der Schularzt meinte eben schlechte Augen. Da kann man nichts machen. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Meine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war knapp vor meinem 11. Geburtstag. Aber ich habe noch eine Erinnerung an meine Mutter. Ich sehe ein helles, rundes Gesicht, umrahmt von dunklem Haar. Und in diesem hellen Runden 2 dunkle Punkte. Ich möchte Ihnen etwas schenken, zur Erinnerung an diesen wunderschönen Tag. Werde ich immer das Rauschen des Meeres hören. Egal wie weit weg ich auch bin. Fangen Sie! Jakob Meerbaum meint, dass es eine Stimme wie Ihre nur alle 100 Jahre gibt. Jetzt übertreibt er aber. Was ist mit Cecilia Bartoli, Jesse Norman, Grace Bunbury, Di Tibaldi? Was ist Musik für Sie? Alles. Das ist mir als Aussage nicht gut genug. Ich würde gerne mehr hören. Er möchte mehr hören. Was möchte er hören? Wenn ich singe, dann habe ich das Gefühl, ich könnte durch Wände gehen. Ich bin unverwundbar. Ich bin frei. Glücklich. Es soll heute noch Regen geben. Das glaube ich nicht. Das würde ich riechen. Karte ist schon gesperrt. Ich bin gelöscht. Mich gibt's nicht mehr. Herr Blom. Die Akustik in der Kirche soll fantastisch sein. Jetzt der Steg. Er ist gleich zu Ende. Jetzt kommen die Steine. 5 Meter noch, dann kommen die Säulen. Und danach der vermaledeite Baum. Ich möchte der Kirche einen großen Scheck überreichen. Wenn Sie Ihr erstes Benefizkonzert geben, da werden uns die Leute die Karten aus der Hand reißen. Hey, hau ab! Du bist denn nicht mehr. Was war das? Hey, Cesare, verpiss dich, Mann! Ich sehe doch, was hier läuft. Mein Job, ha? Wir kriegen Finger von meinem Boot. Immer nach, entschuldige mich kurz, ne? Jakob, hier bin ich. Hey, nimm die Füße weg. Das musst du erst deine Mama abzahlen oder deine Mama. Das Boot habe ich eigentlich für die Seniore angeschafft. Na, Giovanni? Lange nicht gesehen. Komisch, ich habe sie gar nicht vermisst.
Die Signora wird schon dahinter kommen, dass ihr sie alle bescheißt. Cornuto. Was geht das dich an, ne? Stupido. Mein großer Bruder hat dich auch schon auf dem Kika. Ist David wieder da, Jakob? Nein, noch nicht. So, da bin ich wieder. David, was war denn los? Das war der jüngere Sohn von Rosanna. Ah, Giovanni, der Nette. Den habe ich aber lange nicht gesehen. Ist er noch da? Nein, er hat's eilig. Dass sich in dieser Stadt hier niemand an Verabredungen halten kann. Ich meine, wir sind doch auch pünktlich, oder? Wir sind aber keine Venezianer, David. Das Fernsehen will das Konzert mitschneiden. Das spült zwar Geld in die Kasse, aber dafür brauchen wir die Genehmigung der Kirchenleitung. David, wir werden diese Genehmigung schon bekommen. Es ist doch für einen guten Zweck. Wie sind Sie eigentlich an diese Leute vom Fernsehen rangekommen? Ich kenne den Generalmusikdirektor aus Monte Carlo. Was machen Sie in Monte Carlo? Wollt ihr die Akustik hören? Oh ja, Jakob. Hier ist Wasser. Hier gehen Sie links. Hier geht's lang. Danke schön. Ah, Signora. Die kleine Anna ist zu Klavier schon gekommen. Ach ja, heute ist ja unser Tag. Das habe ich total vergessen. Zeigst du mir heute, wie man Klavier spielen kann, obwohl ich blind bin? Wenn es Ihnen nicht passt, können wir auch an einem anderen Tag wiederkommen. Nein, nein. Ich hab's ja versprochen. Anna? Komm her, setz dich. Hier ist ein Klavierhocker. Ja. Warst du am Lido? Hast du die Möwen gehört? Mama ist gegangen. Wieso glaubst du? Ich habe ihre Schritte bis zur Tür gehört. Hey, du kannst mit den Ohren sehen. Also, pass mal auf. Jetzt öffnen wir das Klavier. Gib mir mal deine Hände. Und jetzt suchen wir das C. Und jetzt geht's los. Bravo! Es funktioniert ja. Nochmal, die andere Hand. Moment. Noch die Signatur. Jedes Mal eine Krise, wenn ich beim Set mal auf so eine 5-Centner-Walküre treffe, die in ihrem Walle-Walle-Kostüm mit bebenden Busen Bellini singt. Bellini ist ein Drink? Nein, es ist ein Opernkomponist, ein Zeitgenosse von Rossini. Aha. Ja, und zweitens, ich verstehe nichts von Frauen. Interessiert dich gar nicht, wie hoch dein Honorar wäre? Ich meine, nicht, dass du es nur wegen des Geldes machst. Wie viele Bücher willst du denn verkaufen? Sophie Martel ist seit ihrem 12. Lebensjahr blind. Blind? Sie lebt in völliger Dunkelheit. Thank you.
Nein, das ist ja schon wieder ein Bettelbrief. Was glauben die Leute eigentlich, wer wir sind? Das Wohlfahrtsinstitut, oder? Was machen Sie? Die Nachrichten. Die kommen erst in 2 Minuten. Ja, Rosanna, was ist? Draußen ist eine Dame. Sie sagt, sie hat eine blinde Tochter. Ja, und? Das Mädchen ist 12. Bei einer Silvesterknallerei hat sie... Geld. Also, David. Sie möchte nur einmal kurz mit Ihnen sprechen, Signora. Sie ist so verzweifelt. Darf ich Sie hereinbitten? Ja, bitte, Rosanna. David Rauch? Einen blinden Hund versprochen. Wissen Sie, in unserem Haus sind Hunde verboten und Anna hat sich immer einen Hund gewünscht, aber jetzt will sie nicht mal den. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Sie verkriecht sich völlig. Sie versteckt sich unter ihrer Bettdecke. Sie isst nicht mehr, sie spricht nicht mehr. Sie verschließt sich in ihrer Welt. Sie war früher ein ganz aufgeschlossenes Mädchen. Sie hat gemalt, Aquarelle, Zeichnungen. Sie hatte Klavierstunden. Wir wohnen in der Calle San Giacomo. Ach, so in der Nähe. Da hören wir sie immer singen. Was, so weit hört man das? Ich habe Anna erzählt, dass sie blind sind. Das wollte sie mir nicht glauben, denn sie denkt... Das ist ein junger Wilder. Ja, junge Wilde sind out. Mensch, ich brauche einen Schakal. Kannst du das? Wie viel Zeit habe ich denn? Keine. Sag mir nur, wenn die Stufen zu Ende sind, ja? Ja, gleich. Mhm. Noch eine. Ja? Aber jetzt geht's halt ganz nächster Brief. Ja. Die Blumen. Blumen? Ich sehe keine Blumen. Doch, doch. Du kannst sie förmlich riechen, wenn du dich konzentrierst. Hier sind irgendwo Blumentöpfe, die erst vor kurzem gewässert wurden. Ich rieche feuchte Erde. Ah, schön. Ich glaube, ich muss meine Nase trainieren, das heißt meinen Geruchssinn. Nein, bitte nicht. Dann hätte ich dir ja nichts mehr voraus. Und Vorsicht, jetzt geht's wieder runter. Das darf doch nicht wahr sein. Das sind sie ja. Deine frisch gewässerten Blumentöpfe. Komm. Ja. Oh, danke. Darf ich mir was wünschen? Alles, was du möchtest. Ich möchte die ganze Nacht mit dir durch Venedig spazieren. Geht das auch in einer Gondel? Hilft nur ein ausgedehntes Frühstück. Ja? Wo denn? Ich zeig dir den Weg. Komm. Wo? Links. Was ich? Rechts. Und über die Brücke. Eike, wo bist du? Hier bin ich. Komm, ich zeig dir die Welt. Eike, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich zeig dir den Weg. Komm, jetzt komm. Oh Gott, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Wo bist du? Komm. Komm in meine Arme. Sie waren der Einzige, der sich sofort meinen Namen gemerkt hat. Dumitrescu. Klingt wie Bärenjagd in den Karpaten. Ja. Ich habe noch eine Nachricht für Sie. Sie sollen Ihre Arbeitsunterlagen im ehemaligen Büro abholen. Steht da wenigstens bitte? Nee.
Herr Blom! Herr Blom! Warten Sie! Sie kommt doch da alleine gar nicht mehr rein. Ihre Chipkarte ist schon gesperrt. Ich bin gelöscht. Mich gibt's nicht mehr. Herr Blom! Die Akustik in der Kirche soll fantastisch sein. Jetzt der Steg. Er ist gleich zu Ende. Jetzt kommen die Steine. 5 Meter noch, dann kommen die Säulen. Und danach der vermaledeite Baum. Ich möchte der Kirche einen großen Scheck überreichen. Wenn Sie Ihr erstes Benefizkonzert geben, da werden uns die Leute die Karten aus der Hand reißen. Hey, hau ab! Du bist denn nicht mehr. Was war das? Hey, Cesare, verpiss dich, Mann! Ich sehe doch, was hier läuft. Das ist mein Job, ha? Wir bringen den Finger von meinem Boot. Immer nach, entschuldigt mich kurz, ne? Ja, komm. Hier bin ich. Wie? Hey, nimm die Füße weg. Das musst du erst deine Mama abzahlen oder deine Mama. Das Boot habe ich eigentlich für die Seniore angeschafft. Na, Giovanni? Lange nicht gesehen. Komisch, ich habe sie gar nicht vermisst. Die Seniora wird schon dahinter kommen, dass ihr sie alle bescheißt. Cornuto. Was geht der Stich an, ne? Stupido. Mein großer Bruder hat dich auch schon auf dem Kika. David wieder da, Jakob? Nein, noch nicht. So. Wir sind in 3 Minuten da. Und in 3 Stunden ist das Konzert vorbei. Und du wirst dich so gut fühlen. Alles wird ein Riesenerfolg. Ich weiß das. Warten Sie, Signora. Ich helfe Ihnen raus. Danke, David. Wir machen das schon. Was meinst du, ob genug Leute kommen? Ich weiß, es ist ausverkauft. Oh, Eike. Ein Fax für Sie gekommen aus Wien und 2 Anrufe aus Hamburg. Ach, hier. Die Redaktion bittet um einen Rückruf. Und wie? Oh. Haben Sie gelesen, das Konzert von Sophie Martel, ein Triumph? Steht auch im Kurier auf Seite 1. Und das Foto von Ihnen und der Signora der Republika. Das kennen Sie? Ich muss Ihnen sagen, ich hatte auch mein Verhältnis mit einer Schauspielerin und seitdem. Guten Morgen, Signora. Guten Morgen. Zufällig ist gerade ein Zimmer frei geworden mit Blick auf den Kanal. Also, wenn Sie wollen, könnten Sie wechseln. Ah, oh, hier riecht's gut. Blumen. Oh, gib mir eine.
Postmaster. Vielleicht findet sie ihren Weg. Durch den Kanal hinaus. Ins offene Meer. Und wenn sie es nicht schafft? Und wenn doch? Ich habe Angst. Du hast keine Angst zu haben. Die Operation wird gelingen. Ich bring dich selber hin. Nein. Nein, vielen Dank, wirklich nicht. Ich schaue jetzt mal nach. Anna, mein Schatz. Mama, Sophie sagt, ich darf sie besuchen, wann immer ich will. Und dann wird sie mir zeigen, wie man ein Klavier spielt. Was ich mir immer gewünscht habe, sind liebe, einschmiegsame Töchter. Und was habe ich bekommen? 4 rotzfreche Jungen. Oh, Giovanni ist aber nicht rotzfrech. Übrigens, wir haben ihn gestern getroffen, bei der Kirche San Francesco. Signora, Sie müssen sich beeilen. Sie kommen zu spät zur Probe. Ja, gut. Ravi? Übrigens, dieser Verleger aus Hamburg hat schon wieder angerufen. Offenbar hat er jetzt den besten Journalisten Deutschlands engagiert. Aber wieso? Ich wollte doch nur mit deiner Frau sprechen. Ja, köstlich, diese Erdbeeren. Erdbeeren wo? Hier, wollen Sie auch eine? Ja. Direkt in den Mund? Ja. Danke. Das ist ein gewisser Eike Blom. 40 Jahre alt, promovierter Politologe, arbeitete 5 Jahre lang als Reporter bei der Hamburger Zeitung. Er hat Politik studiert. Auch jemanden, der etwas von Musik versteht. Der Opern liebt. Verstehen Sie das? Ja. Au! Oh, sag mal, könnt ihr nicht aufpassen? Ich habe euch doch gesagt, dass die Türen in meinem Haus entweder ganz offen oder ganz zu sein sollen. Es tut mir leid. Aber der ist wirklich gut. Der hat den Egon Erwin Kisch-Preis bekommen. Blumen. Offenbar ein Verehrer, ein gewisser McCormick. Warum? Dieser McCormick weiß offensichtlich, dass ich Lilien liebe. Lassen Sie mich reden. Nachher, sonst kommen Sie zu spät. Ja, gut. Rosanna, haben Sie die Blumen? Ja. Gut. So. Was ist los? Falsche Jacke? Mhm. Die zwei fühlen sich so ähnlich an. Dafür haben sie ja mich. Danke, danke. Okay. Cesare, die Signora kommt jetzt gleich runter. Ich bin schon da. Danke, Rosanne. Cesare holt sie unten an der Haustür ab. Ich komme danach ins Tonstudio, ich habe hier noch zu tun. Salve. Gutes Timing. Timing is the money. 2000 Cash. Ich habe auch schon einen schönen Platz dafür. Ob ihr zum Flughafen gefahren bist. Als er nach Monte Carlo musste? Wir sind in Nizza an eine Polizeikontrolle geraten und er musste sein Gepäck zeigen. Wieso in Nizza? Monte Carlo hat keinen eigenen Flughafen. Er war ziemlich sauer darüber, aber er musste den Koffer trotzdem öffnen. Ich konnte kanadische Dollarpakete sehen. Was war das für ein Geld? Ich denke, es waren die Einnahmen aus euren Konzerten in Kanada. David ist also ein Betrüger. Und Rosanna richtet ihr Haus mit meinen Sachen ein. Das nennt man wohl blindes Vertrauen, was? Eike, ich will jetzt nicht nach Hause, bitte. Dein Atem, der mich haucht, gehört
ist alles meins. Ist das schön, dass ich mich durch deine Augen sehe. Und alles um uns herum. Der Verleger hat mich angerufen. Er ist ruiniert. Er will nicht, dass ich weitermache. Es darf doch nicht wahr sein. Leider doch. Eike, ich wollte dir schon länger etwas sagen. Es gibt eine Hoffnung. Ein Spezialist aus Chicago will mich operieren, weil er meint, dass ich nach dem Eingriff wieder ein bisschen sehen kann. So grandiose Nachrichten behältst du für dich? Es ist dir so wichtig, dass ich wieder sehen kann. Greifen Sie nicht nach Ihrer Hand. Warten Sie, bis sie Ihnen die Hand gibt. Das ist Rosanna, unsere Haushälterin. Kann ich bitte Ihre Schuhe sehen? Warum denn? Wegen der Sohlen. Achso, das hatte ich vergessen zu sagen. Sophie Martell mag keine Schleicher. Das sind Ledersohlen. Das ist sehr gut. Kommen Sie, ich führe Sie hin. In den Salon. Darf ich Sie höflich fragen, was Frau Martell unter einem Schleicher versteht? Signora Sophie? Darf ich Ihnen Eike Blom vorstellen? Hat er eine gute Reise? Hatten Sie eine gute Reise? Die Reise, die 14 Stunden überfüllter Zug, kein Schlafwagen. Meine Flugangst. Ah ja. Herr Blom, ich freue mich. Es freut mich sehr. Gut. Dann lasse ich Sie beide mal allein. Und? Wie gefällt Ihnen Venedig? Venedig wirkt auf mich so wie ein vergilbtes Foto einer wunderschönen Frau aus einem anderen Jahrhundert. Und es soll Ratten geben. Ah ja? Die sehe ich nicht. Bitte. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen jetzt den schönsten Blick auf Venedig. Gerne. Was liegt da auf dem Boden? Da hat nichts zu liegen. Ich habe da meine Tasche hingestellt. Es tut mir leid. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass ich nicht sehen kann? Entschuldigen Sie. David! David! Ja, was geht? Das wird nicht funktionieren, das spüre ich. Das kann man doch nach 2,5 Minuten nicht sagen. Verzeihung, aber das geht nicht. Warum erzählt er mir das alles? Dass er mit dem Zug gereist ist, 14 Stunden lang. Glaubt er vielleicht, das interessiert mich? Und dass es Ratten gibt in Venedig? Ich wette, er mag weder Verdi-Opern noch Schubert-Lieder. Bitte schicken Sie ihn weg. Jetzt geben Sie ihm doch mal eine Chance. Er hat sich extra einen neuen Anzug gekauft, weil ich ihm gesagt habe, dass Sie den Nikotingeruch nicht ertragen können. Wie sieht er eigentlich aus? Also nicht so gut wie ich. Was will er überhaupt schreiben? Das Ganze ist eine Schnapsidee. Bitte schicken Sie ihn weg. Wir können mit diesem Buch ein Vermögen machen. Aber ich brauche das Geld doch gar nicht. Ich habe doch alles. Und außerdem, wenn Professor McCormick mich operiert und ich wieder sehen kann, wer interessiert sich dann noch für das Buch? Wie bitte? Ja, Professor McCormick, der mit den Lilien. Er will mit den Lilien. Ist David wieder da, Jakob? Nein, noch nicht. So, da bin ich wieder. David, was war denn los? Das war der jüngere Sohn von Rosanna. Ah, Giovanni, der Nette. Den habe ich aber lange nicht gesehen. Ist er noch da? Nein, er hat's eilig. Dass sich in dieser Stadt hier niemand an Verabredungen halten kann. Ich meine, wir sind doch auch pünktlich, oder? Wir sind aber keine Venezianer, David. Das Fernsehen will das Konzert mitschneiden. Das spült zwar Geld in die Kasse, aber dafür brauchen wir die Genehmigung der Kirchenleitung. David, wir werden diese Genehmigung schon bekommen. Es ist doch für einen guten Zweck.
Wie sind Sie eigentlich an diese Leute vom Fernsehen rangekommen? Ich kenne den Generalmusikdirektor aus Monte Carlo. Was machen Sie in Monte Carlo? Wollt ihr die Akustik hören? Oh ja, Jakob, spiel uns was vor. Buongiorno, padre. Kommen Sie. Stufe hoch zweimal. Komm wieder runter. Tschüss. Ja? Das ist, ja? Ja, das bin ich persönlich, ja? Entschuldigung, bitte, wie hoch? Na, das kann nicht sein, nein. Natürlich kenne ich meinen Kontostand. Gut, ich komme vorbei, ja. Okay. Entschuldigung. Darf ich bitte meine Zeitung haben? Nein, das ist meine. Das ist meine Zeitung. Ich habe sie gerade dieser jungen Dame geliehen. Nein. Nein. Bleiben Sie dabei. Ach, dann leg mich da. Schreib's auf die Rechnung. Super. Sag, du hast doch neulich von einem Job gesprochen. Du, ich hätte da zufällig Zeit und, Mensch, Eike! Grüß dich, altes Haus. Pünktlich wie immer. Nur 30 Minuten zu spät. Ja. Als er nach Monte Carlo musste? Wir sind in Nizza an eine Polizeikontrolle geraten und er musste sein Gepäck zeigen. Wieso in Nizza? Monte Carlo hat keinen eigenen Flughafen. Er war ziemlich sauer darüber, aber er musste den Koffer trotzdem öffnen. Ich konnte kanadische Dollarpakete sehen. Was war das für ein Geld? Ich denke, es waren die Einnahmen aus euren Konzerten in Kanada. David ist also ein Betrüger. Und Rosanna richtet ihr Haus mit meinen Sachen ein. Das nennt man wohl blindes Vertrauen, was? Eike, ich will jetzt nicht nach Hause, bitte. Der Verleger hat mich angerufen. Er ist ruiniert. Er will nicht, dass ich weitermache. Das darf doch nicht wahr sein. Leider doch. Eike, ich wollte dir schon länger etwas sagen. Es gibt eine Hoffnung. Ein Spezialist aus Chicago,
will mich operieren, weil er meint, dass ich nach dem Eingriff wieder ein bisschen sehen kann. So grandiose Nachrichten behältst du für dich? Ja, ist es dir so wichtig, dass ich wieder sehen kann? Was ist los? Das ist ein junger Wilder. Ja, junge Wilde sind out. Mensch, ich brauche einen Schakal. Kannst du das? Wie viel Zeit habe ich denn? Keine. Sag mir nur, wenn die Stufen zu Ende sind, ja? Ja, gleich. Mhm. Noch eine. Ja? Aber jetzt geht's heute gar nicht zerbrechen. Ja. Ah, oh, herrlich. Was denn? Die Blumen. Blumen? Ich sehe keine Blumen. Doch, doch. Du kannst sie förmlich riechen, wenn du dich konzentrierst. Hier sind irgendwo Blumentöpfe, die erst vor kurzem gewässert wurden. Ich rieche feuchte Erde. Ah, schön. Ich glaube, ich muss meine Nase trainieren, das heißt meinen Geruchssinn. Nein, bitte nicht. Dann hätte ich dir ja nichts mehr voraus. Und Vorsicht, jetzt geht's wieder runter. Das darf doch nicht wahr sein. Da sind sie ja. Deine frisch gewässerten Blumentöpfe. Venedig spazieren. Geht das auch in einer Gondel? Hilft nur ein ausgedehntes Frühstück. Ja, wo denn? Ich zeig dir den Weg. Komm. Wo? Links. Was ich? Rechts. Und über die Brücke. Eike, wo bist du? Hier bin ich. Komm, ich zeig dir die Welt. Eike, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich zeig dir den Weg. Komm, ich komme. Oh Gott, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Möwen, hören Sie? Ich bin im Norden aufgewachsen, auf einer Hallig. Und wenn dann die Sturmflut kam, da hieß es Land unter, alles unter Wasser. Wie hat Ihnen eigentlich mein Lied gefallen? Da ist mir was ganz Merkwürdiges passiert. Als sie gesungen haben. Ah ja? Da fingen meine Knie an zu zittern. Ich musste sie mit beiden Händen festhalten. Wie machen Sie das nur? Ich weiß es nicht. Also meine Knie zittern nie, wenn ich singe. Ach nein? Nein. Wollen Sie sich setzen? Ja. Das ist ein altes Boot. Hier? Ja. Wissen Sie, ich war 10 Jahre alt, als die Probleme mit meinen Augen anfingen. Es ist dann allmählich immer schlechter und schlechter geworden. Der Schularzt meinte eben schlechte Augen. Da kann man nichts machen. Wie haben denn Ihre Eltern reagiert? Meine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das war knapp vor meinem 11. Geburtstag. Aber ich habe noch eine Erinnerung an meine Mutter. Ich sehe einen helles, rundes Gesicht, umrahmt von dunklem Haar. Und in diesem hellen, runden, zwei dunkle Punkte. Ja.
möchte Ihnen etwas schenken. Zur Erinnerung an diesen wunderschönen Tag. Werde ich immer das Rauschen des Meeres hören. Egal wie weit weg ich auch bin. Fangen Sie! Jakob Meerbaum meint, dass es eine Stimme wie Ihre nur alle 100 Jahre gibt. Jetzt übertreibt er aber. Was ist mit Cecilia Bartoli, Jesse Norman, Grace Bunbury, die Tibaldi? Was ist Musik für Sie? Alles. Das ist mir als Aussage nicht gut genug. Ich würde gerne mehr hören. Er möchte mehr hören. Was möchte er? In der Polizeikontrolle geraten und er musste sein Gepäck zeigen. Wieso in Nizza? Monte Carlo hat keinen eigenen Flughafen. Er war ziemlich sauer darüber, aber er musste den Koffer trotzdem öffnen. Ich konnte kanadische Dollarpakete sehen. Was war das für ein Geld? Ich denke, es waren die Einnahmen aus euren Konzerten in Kanada. David ist also ein Betrüger. Und Rosanna richtet ihr Haus mit meinen Sachen ein. Das nennt man wohl blindes Vertrauen. Eike, ich will jetzt nicht nach Hause, bitte. Dein Mund ist schön geschweift. Dein Lächeln, das mich streift, dein Gesang, der mich umarmt. Dein Schoß, der mich erwärmt. Dein Haar, der reinig taucht. Dein Atem, der mich haucht. Gehört nur mir, ist alles meins. Ist das schön, dass ich mich durch deine Augen sehe und alles um uns herum. Der Verleger hat mich angerufen. Er ist ruiniert, er will nicht, dass ich weitermache. Es darf doch nicht wahr sein. Leider doch. Eike, ich wollte dir schon länger etwas sagen. Es gibt eine Hoffnung. Ein Spezialist aus Chicago will mich operieren, weil er meint, dass ich nach dem Eingriff wieder ein bisschen sehen kann. So grandiose Nachrichten behältst du für dich? Ja, es ist dir so wichtig, dass ich wieder sehen kann. Es wäre für mich das Schönste auf der Welt.